in Ordnung, Blaskovic. Alles gut. Das mit Ihrem Kameraden tut mir leid. Danke. Wie war noch sein Name? Wesley. Was ist mit dem Mädchen? Sie kommt mit uns. Ich meine, wo kommt sie her? Ich habe sie aus einem Gefangenentransport nach Wolfsburg gerettet. Ihre Familie ist tot. Ich bin alles, was sie hat. Rudi Jäger in Motorrüstung. Heftig, Alter, was denn der für einen Anzug gehabt hat. Und, boah, aber da hätte nicht mal viel gefehlt. Rudi Jäger mit einem früheren Prototyp einer weitentwickelten, bewaffneten Motorrüstung von General Totenkopf. Die Rüstung besitzt zwei Minenkanonen, die 14 mm Wolframgeschosse mit einer Feuerrate von 10.000 Schuss pro Minute abgeben können. Der Anzug wiegt beinahe eine Tonne, besitzt interagierte Batterien wie... Hier. Maschinensoldaten und bietet seinen Träger mit den kugelsicheren Panzerplatten hohen Schutz. Aber nicht vom BJ. Wir hatten gar keine Rüstung, weißt du. Da kommt da so ein Eumel um die Ecke mit seinem... Aber es wurde schon kritisch. Also wenn wir da jetzt nicht nochmal losgelaufen wären und hätten uns zwei, drei Sachen eingesammelt, ich denke, da wären wir nochmal draufgegangen. Alter, Alter. Also das war nicht mal gerade ganz so geheime Höhle. Eine geheime Höhle unter dem Dorf, Paderborn, die Kessler dazu nutzt, Waren für den Widerstand zu schmuggeln. Mhm. Was ist das für Flaschen? Fotos, Briefe, Erinnerungen an die Familie. Ich sollte das mitnehmen. Okay, nehmen wir das mal mit. Briefe, Zeichnungen. Artikel. Drei Anarchisten wegen Hochverrats erhängt. Drei Anarchisten, die als Studenten und Mitglieder einer örtlichen Terroristenvereinigung identifiziert wurden, wurden gestern durch Erhängen hingerichtet. Die Hingerichteten wurden wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, nachdem sie gefährliche gegen das Staatsoberhaupt gerichtete anarchistische Flugblätter auf öffentlichen Plätzen der Hauptstadt verteilt hat. In gewissen Kreisen der Studentenschaft verbreiten sich vergiftete Gedanken und dass eine Gefahr für unser Land und die Männer, die jeden Tag an der Front für uns ihr Leben aufs Spiel setzen, erklärte Staatsanwalt Ernst Diedrich. Vor den versammelten Zeugen, die der Hinrichtung beiwohnten, diesem Verhalten muss mit aller Entschiedenheit und der härtesten Strafe begegnet werden. Also gerade habe ich irgendwie schneller gelesen. Verlierst du, meine Liebe? Mir geht's gut. Okay, Notiz von Kessler. Ich werde deine Worte niemals vergessen, Brigitte. Hinterfragt das System, steht auf für die Rechte eurer Mitmenschen, kämpft für ihre Gleichberechtigung, seid freundlich zueinander und dafür haben sie dich ermordet. Ich will beenden, was du angefangen hast, Liebste. Werde ich je das Gefühl haben, dass Annette in Sicherheit ist? Vielleicht niemals. Sie will unbedingt ihre Freundin in Wolfsburg finden. Irgendwann werde ich sie gehen lassen müssen. Allerdings... Agent Blaskovic, wir müssen los! Okay, jetzt aber ein Brief. Mein Liebster, draußen weht ein kalter Wind. Er rüttelt an den Fenstern, während ich sitze und dir diesen Brief schreibe. Frag ich mich, was du wohl gerade so tust. Wird etwas aus der Geschichte, auf die du gestoßen bist? Ich weiß, dass dir die Arbeit als Journalist unter dem Regime nicht leicht fällt. Wenn du das Gefühl hast, dass du das Land verlassen musst, werde ich dir überall hin folgen. Wie wäre es denn mit England? Hattest du dort nicht Freunde? Ja.
aus. Ja, ich vermisse dich auch. Zu sagen, ich läge in der Nacht nicht wach, würde meiner Sehnsucht nach dir spotten. Manchmal erwache ich aus Fieberträumen, in denen wir uns aneinander hingeben. Ich spüre, wie mir ganz warm wird, während ich diese Zeilen schreibe. Und dann denke, ich wünschte, du wärst jetzt hier bei mir. Ich wünschte, ich könnte dich berühren, deine Wärme an meinem Körper spüren. Es ist hier viel kälter als sonst gegen Ende September. Die Stadt verändert sich Tag ein, Tag aus, höre ich draußen vor dem Fenster. Das Trommeln ihrer Stiefel. Nicht zu fassen, dass ein kleiner Mann so große Probleme heraufbeschwören kann. Ich habe Angst davor, was aus unserem Land geworden ist. Ich war gestern mit Anna im Lichtspielhaus, Filmtheater oder Kino, als der Film zu Ende war und wir nach Hause gingen, wurden wir von ein paar Jungs verfolgt. Einer von ihnen hatte meine Kolumne in der Zeitung gelesen und er machte sie oder mich nicht besonders. Sie verfolgten uns, schrien uns an. Es waren hässliche Worte, aber sie konnten uns nicht einschüchtern, so sehr sie es auch versuchten. Wir werden nicht zulassen, dass sie uns klein kriegen. Mach dir keine Sorgen, Liebster. Meine Freunde geben auf mich Acht. Ich habe immer Menschen um mich herum. Menschen, denen ich vertrauen kann. Ich kann es nicht erwarten, dass du wieder nach Hause kommst. In Liebe, Brigitte. Jawohl, Brigitte. Okay, was haben wir hier noch? Medikamentenrezept für Herrn Ludwig Kessler. Adresse Königstraße 12. Barbital 1 Milligramm. Gegen Depression. Anwendung wie verschrieben. Monat Januar, behandelter Arzt Dr. Bernhard Hirsch. Alles klar, Hirsch. So. Jawohl. Fahrrad. Bunkerfahrrad. Was haben wir hier? Flugblatt. Studenten, erhebt euch. Mitstudenten. Unser großartiges Land wurde von einer Bande von Verbrechern als Geisel genommen. Die von Freigeisten denken, der Student entgegenwirkt. Was ist denn das für ein Deutsch? Die dem freigeistigen Denken der Studenten entgegenwirkt. Okay, jetzt habe ich es. Das Erziehungswesen wird systematisch von innen durch die moralische Elite in Gestalt von Studentenanführern und Verwaltungsbeamten der Partei korrupt. Das ist eine Schande, doch wenn die Zeit kommt, aufzustehen und seine Stimme dagegen zu erheben, ist die Stille ohrbetäubend. Kann es sein, dass wir nichts anderes verdienen, als wir bekommen? Unser Land war bereits in den Händen von vielen Tyrannen, doch dieses Mal sind wir geschlossen in das Maul des monströsesten Tyrannen aller Zeiten gesprungen. Ich weiß, dass viele von euch diese Meinung teilen und ich weiß auch, dass viele von euch Angst haben, die Stimme zu erheben. Doch wenn ihr es tut, solltet ihr euch im Klaren darüber sein, dass sie euch holen werden. Sie werden unsere Jugend holen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden unsere Brüder und Söhne in den Krieg geschickt, auf dass sie ihre Blut auf fremdem Boden vergießen. Und es gibt nichts, was wir dagegen tun. Jetzt muss ich wieder scrollen. Können. Wollen wir es zulassen, dass diese Partei von Fanatikern uns in die Katastrophe führt? Oder werden wir den Kurs dieses Landes ändern, um eine Zukunft ohne Tyrannei zu erreichen? Ich habe die Wahl. Erhebt euch, verteidigt den Namen unseres Landes, lasst nicht zu, dass er mit Schande besudelt wird.
steht auf gegen die Fanatiker unserer Regimes für ein neues und freies Europa. Frei von den belasteten Fesseln der idolischen Erziehung für ein Europa, in dem allen gleich sind. Erhebt euch, denn schon bald ist es zu spät. Brigitte Kessler, Studentin der Philosophie. Ja, die hat ganz schön nicht so lange warten, Agent. Sie werden nach uns suchen. Die hat ganz schön philosophiert gerade, die liebe Frau. Agent Blaskovic, wir müssen jetzt los. Ja, ist ja gut, ich bin ja schon da, Mann. Junge. Aber abstoßen, jawohl. Meine Sachen. Ich glaube, die Tasche, die habe ich gerade. Ja. Oh, danke. Okay. Und? Wo fahren wir hin, Kessler? Nach Wolfsburg. Dort werden wir Helga finden. Und auch die Akte. Was ist denn Wolfsburg? Der Tod, Agent Blaskovic. Der Tod. Okay. Heftig. Teil 2. Die dunklen Geheimnisse der Helga von Schaps. Welcher Tag ist heute? Der 17. März. Sonntag. Heute ist Feiertag. Ja. Dies ist ein Geschenk für meine Freundin. Ich habe es bei meinem Vater gemacht. Es ist doch Brauch, sich was zu schenken. Es sollte etwas Besonderes sein. Was ist das? Eine Katze. Ihr Lieblingstier. Ich wollte sie ihr geben, aber dann kam sie und... Es ist schon so lange her. Diese Stadt ist voller Geheimnisse. Durch ihre Geschichte ziehen sich Tod und Zerstörung. Und jetzt wühlt Helga in ihren verrotteten Eingeweiden mit der morbiden Neugier eines Kindes. Was ist in der Tasche? Flugblätter. Meine Frau hat früher welche verteilt, in der Hauptstadt. Das Regime hat sie dafür aufgeknüpft. Wie schrecklich. Der Arme. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovic kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Wo willst du hin? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das glaube ich ja wieder. Auf sich selbst aufpassen. Der war gut. Kapitel 5, Wolfsburg. Oh. Agent Blaskovic, Sie suchen nach OSA Agent 2. Ich habe Bescheid gegeben, dass Sie kommen. Agent 2 weiß, wo Helga ist. Gut. So viel Tote für eine dumme Akte. Wenn wir sie nicht finden, werden es noch viel mehr. Annette und ich verstecken uns hier. Ich habe ein paar Funkgeräte vom Regime erbeutet. Damit sollten wir uns verständigen können. Nehmen Sie und steigen Sie jetzt aus und helfen Sie mir, das Boot unter den Steg zu schieben. Echt jetzt? Leg dich hin, meine Liebe. So, da schieben wir mal das Boot, genau. Das Haus von Agent 2 liegt hinter dem Marktplatz, nordwestlich hinter dem Gasthaus, neben Schmidts alter Bäckerei. Benutzen Sie dasselbe Passwort wie zuvor. Ja, okay, alles klar, mache ich, aber, ja, nicht jetzt. Nicht jetzt. Wow, heftig, ey. Wechseln wir nochmal schnell die Kanone. Ja, ich würde sagen, mit dem Ausblick erstmal Aufnahmestopp und mal gucken, ob ich ob ich da wieder dran setze. Das Spiel macht Laune, genauso wie The New Order. Alter, hammergeil, richtig gut. Schade, dass viele von euch das Spiel nicht so viel mögen.
scheint mir, weil ich habe kaum Aufrufe bei den Folgen. Irgendwie, ich find's eigentlich schade, ich gebe mir hier Mühe und aber man kann nicht sagen, wenn das Spiel euch nicht gefällt, na schade, aber mir gefällt's, mir macht's Laune, deswegen spiele ich das und geil. Also, okay, ich bin dann raus. Und falls es doch dann hier weitergeht, weil die Folge nicht lang genug wird, ihr kennt das. Also, danke Leute und ich würde sagen, schau mit V euer Virus. Haut's rein. Ja, damit willkommen zurück. Ja, ich habe die letzte gerade gar nicht gemerkt, dass ich mit dem Mikrofon irgendwie sehr leise war. Ich kann es aber jetzt nicht wieder rückgängig machen. Somit, wir machen jetzt hier weiter. Ich hoffe, das dürfte jetzt besser sein mit der Lautstärke. Was zum Geier war das denn? Alter! So, die sitzt mit dem Boot da unten runter. Aber gar nicht hier. Mit dem Rohr. Limit erreicht. So, wollen wir nachladen. Haben wir die schon? Sieht nach der aus, oder? So, ja, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen... ja, das war gut. Was haben wir hier? Nee, das brauchen wir nicht. Steht direkt von Helm, ey. Oh, Karte Wolfenburg. Der blinkt das immer. Okay, das ist das Gewehr, das brauchen wir nicht. Das haben wir. Was haben wir hier? Messerchens. Messersammlung. Wenn wir bei The New Order haben wir ja gesehen, dass wir eine ordentliche Sammlung hatten. An Messer in so einem Eimer. Oh! Der Sound, der ist der Wahnsinn, der Sound ist aber. Jo, Alter. Oh, der war gut. Geile Mumme, Alter. Oh. Ach, scheiße, nicht verziehen. Ah nein, warte. Hey, ich sehe das bei dem Helm oder ja. Komm hoch, du! Oh nein! So, Limit erreicht, okay, schade. Auch gerade was gesehen.
Krieg ich den Helm runter. Wow, 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 wow. Aber nein. Hallo? Da! Granate werfen, jetzt bin ich tot. Ich wurde eine Granate, das gibt's doch nicht. Da habe ich keine Granaten mehr. Mann, Klaus.